18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weggeschmissen und 10 Millionen davon wären vermeidbar. Deshalb möchte ich jetzt wissen, wie die Leute hier in Erfurt mit dem Thema umgehen, was sie denken und was sie selber so wegschmeißen. Schmeißt du was weg? Ja, leider. Okay, wann passiert es dir oder was schmeißt du weg? Na, dadurch, dass ich halt alleine wohne, ist es einfach so, die Verpackungsgrößen sind zu groß. Man kocht zu viel oder dann verschimmelt was. Man will ja auch nicht immer dasselbe essen. Und ja, dann kommt es einfach dazu, man sieht die Wurst irgendwo hinten im Kühlschrank, die hat man schon lange nicht mehr angeguckt und die will man dann auch nicht mehr essen, so wie sie ausschaut, ne? Nein, absolut nicht. Ich schmeiß kein Stück Brot weg und keine Scheibe, das kommt nicht in Frage. Okay, und wann würdest du was wegschmeißen? Wenn es schlecht ist, also wirklich schimmelt. Wie steht ihr zum Thema Lebensmittelverschwendung? Naja, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde definitiv nichts wegwerfen, weil gerade so für die Länder, wo man es bräuchte. Also ich selber bin sehr wenig lebensmittelverschwenderisch. Also ich finde, wenn man schon die Möglichkeit hat, so viel zu essen, wie man möchte, dann sollte man schon so daran gehen, dass man das auch nutzt und nichts davon irgendwie verschwendet. Also ist ja essentiell, wir brauchen das zum Überleben. Andere Menschen bräuchten es auch und haben es nicht, deswegen sollte man da schon irgendwie respektvoll rangehen. Und ich gehe sehr bewusst mit dem Thema um, das heißt, ich kaufe immer nur das ein, was ich brauche und versuche eben auch, ich wohne in der WG, das so zu machen, dass die Reste auch verwendet werden. Ja, wenn ich zu viel Essen habe, kann ich Menschen verschenken, die nicht zum Essen haben zum Beispiel. Was machst du mit Lebensmitteln, die abgelaufen sind? Wenn es jetzt Gemüse ist, sage ich mal, gebe ich es. Also wir haben Hasen, mein kleiner Bruder hat Hasen und Meerschweinchen und sowas, das bekommen dann die meistens. Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt Milch hast, die richtig abgelaufen ist und schon richtig Quark ist, dann würde ich es auch wegschütten, aber ich meine, da würde mir jetzt nichts anderes einfallen. Ich esse auch einen Joghurt, wenn er 2 Tage über ist, wenn das Haltbarkeitsdatum ist. Was würdest du den anderen empfehlen, um möglichst wenig zu verschwenden? Zum Beispiel die Sachen halt, wenn sie halt gekauft sind, in eine Verpackung zu tun, also eine andere Verpackung zu tun, zum Beispiel Joghurt oder also wenn das halt in so Plastikverpackung ist oder Käse, damit es so länger haltbar ist oder halt Sachen einzufrieren zum Beispiel. Also ich kann ja nur empfehlen, dass man wirklich nur das kauft, was man ja auch verbraucht und nicht in Mengen, sondern in Maßen einkauft. Könntest du dir vorstellen, das zu vermeiden, also Lebensmittelverschwendung mehr zu vermeiden, indem du zum Beispiel anders einkaufst oder Freunde einlädst zum Kochen? Ja, denk schon. Also demnächst wird mein Bruder zu mir ziehen, dadurch wird es mit dem Einkaufen ein bisschen leichter und dann ja, kann man einfach das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen übereinander bringen und zusammen einkaufen, vielleicht weniger dann auch wegwerfen. Ich sehe schon, das Bewusstsein ist da, also guten Appetit. Dankeschön.